Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Es geht weiter, werte Freunde, hier in diesem wunderschönen Kerkergebiet, wo wir jetzt auch schon relativ gut aufgeräumt haben. Allerdings noch nicht gut genug, denn da unten sind immer noch ein paar mistige Ratten und außerdem noch weitere Wege, die wir noch nicht kennen. Aber wir haben das letzte Mal wirklich so viel gekämpft, dass wir jetzt eigentlich schon auf Notreserve laufen. Und ich weiß nicht, ob wir es wirklich wagen sollen. Also da runterzuspringen auf jeden Fall schon mal nicht. Ich suche eher sowas wie eine Leiter oder so. Oder einen besseren Absprung. Also der hier ist nicht sicher. Und auf der Seite ist mir auch alles zu tief. Obwohl, Moment. Nee, das ist zu tief, oder? Aber irgendwie muss es ja runtergehen. Irgendwo. Mit einem Katzensprung vielleicht versuchen. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte diese Höhe sein. Da steht noch so ein Depp. Ah, nicht mal zu dem komme ich. Ich komme ja auch gar nicht mehr darüber, sehe ich gerade. Vielleicht ist hier... Was war da eben? Hä? Oh, da ist doch, da ist ja die Leiter. Ey, die habe ich gerade voll nicht gesehen, ne? Ja gut, hochklettern kann ich, aber... Von da hinten... Ich muss ja irgendwie auch da runterkommen. So ganz regulär. Vielleicht habe ich das noch nicht entdeckt. Ach, ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen unmutiger. Vor allem, wenn ich die ganzen Ratten sehe. Wir wissen ja genau, wie die drauf sind. Ich könnte auf dieses... Nee, das ist ja auch tief runter. Nee, ich glaube, wir gehen erstmal in die... wir gehen erstmal die Seelen abgeben und uns aufpowern und so. Weil hier sind wir ja wieder relativ zügig, finde ich. Und, ja. Gehen wir lieber. Wir hatten so viel Glück das letzte Mal. Schön durchgemogelt. Durchgekämpft. Da wollen wir jetzt das hier nicht kaputt machen. Nur wegen dieser Gier. Genau, das war da. Kann ich da raus? Nee. Na gut. Hier ist ja alles tot, oder? Das Mimik. Die Items habe ich ja schon gestohlen. Alles tot. Wir werden es wieder zu Leben erwecken. Ach ja, die Stelle da mit dem... Ja, das schaffe ich bestimmt nicht. Man kennt mich doch bei neuen Gegnern beim ersten Mal. Keine Heilungsmöglichkeiten mehr, nix. Nee. Ich lasse es lieber. Ich brauche Flakons. Lass uns nach Hause kehren und ein bisschen leveln. Oh. Shit. Oder lass uns eben doch sterben, weil ich gerade vor lauter Gier hier das Mistvieh sehe. Was ist mit der los? Okay, Titanitschuppe. Entschuldigung, Gollum, ich war gierig. So, stimmt, wir haben nicht alles getötet gehabt. Schnauze, Gollum! Er hat nicht alles getötet. Was ist das für ein Vieh? Ach, so eins. Ich war gerade verwirrt. Was macht ihr denn hier? Oh Gott, da ist ja wieder so ein Magier. Den kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Aber ich habe hier doch schon mal aufgeräumt, ne? Ich kann mich nur nicht gerade an diese Viecher erinnern. Doch, ich muss da gewesen sein. Ich habe da einmal gecleant. Ich meine, ich bin ziemlich sicher. Und hier sind, glaube ich, mehr wie... Ja, das ist die ganze Bude. Ich glaube, da sind sogar 4 Stück drin. Nee. Wir wollen es nicht übertreiben. Das war schon wieder risky genug. Und das total umsonst. Obwohl, wir haben die Kristallhexe. Sonst hätte ich die bloß nur vergessen und ja, wir könnten eigentlich mit dem Heimatknochen abhauen, ne, bevor ich jetzt hier lang rummache, komm. Das hat doch keinen Sinn. Ach ja, hier, das wurde mir mal gesagt, mein Werkzeuggürtel, den ich bisher noch nie so in Betracht gezogen habe, den könnte ich ja mal wirklich benutzen. Nein, oh Gott, das wollte ich doch jetzt nicht benutzen. Ich wollte es rausschmeißen, dieses dumme Item. Aber nicht hier. Doch, entfernen. Entfernen.
Entfernen. Wechseln. So, da möchte ich die Heimatknochen reinmachen. Die sind ja doch relativ häufig zu gebrauchen. Haben wir eine schöne Shortcut. Vielleicht auch noch die Glut rein. Das muss auch manchmal schnell gehen mit der Glut. Genau. Der Rest kann erstmal so bleiben, wenn ich das jetzt drücke. Feuerbandschrein. Ja, Mensch. Da müssen wir nicht ständig in dieses ewig lange Inventar. Wir müssen das echt mal ausmisten. Wir haben ja nicht umsonst ein Lager. Das müssen wir mal machen. Das ist zwar nicht wirklich spannend, aber spannend ist es ja auch nicht, wenn ich immer die ganze Zeit irgendein Item suche in dem riesen Inventar. So, ich glaube, ich habe immer noch nichts Neues. Doch, habe ich nicht neue Asche bekommen? Ich glaube schon. Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Die Schattenasche. Gelbliche Asche. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ja, das würde mich auch sehr freuen, wenn ich da mal was gebrauchen könnte. Schauen wir doch mal. Fangen wir mal von unten an. So, Leutschildring. Nein, das ist nicht neu. Holzbolzen, der Hut. Wollnies Krone kenne ich auch schon. Xanthus Hosen? Xanthus hat. Xanthus? Kommt mir neu vor. Ein gelblicher Übermantel, der mit einem Band aus Messingmedaillons verziert ist. Xanthus Kleidung wird von Erforschern verlorener Zaubereien getragen, wobei die Anzahl der Medaillons ihren Erfolg dabei widerspiegelt. Die Forscher tragen sie mit Stolz, auch wenn ihre Bedeutung für andere verloren gegangen ist. Das ist in der Tat neu. Das sieht doch ziemlich schick aus, glaube ich, zu diesem Übermantel. Könnte ich mir hübsch vorstellen. Hat auch solide Werte. Irgendwie reizt mich das, aber extra so viele Seelen dafür ausgeben. Xanthus Kleidung wird von der Forschung verlorener Zaubereien getragen. Ja. Dass sie das Licht manipulieren kann. Mhm. Okay. Einen Hut hast du nicht von diesem Xanthus. Offenbar nicht. Verbanden, die sind noch altbekannt. Ich würde mich gern mal umziehen. Aber wenn es halt sonst keinen Effekt hat. Weiß nicht. Henker? Haben wir den Henker schon? Henkerrüstung. Die Stahlrüstung von... Ach ja, Horace. Ja, ja. Mhm, natürlich. Gut. Ansonsten, was haben wir noch? Gamaschen der Untoten. Dann kommt der ganze alte Kram. Helm der Untoten, dieses Schild, Kriegerrundschild. Ah, hat aber blöde Werte und wird nichts Besonderes sein. Großes Lederschild, Gewebetalisman. Gewebetalisman, der könnte neu sein. Ein Medium zum Wirkung göttlicher Wunder. Ein Talisman aus Segeltuch gehörte zu den wenigen Dingen, die Herolde bei sich tragen. Um Wunder zu wirken, muss ein Talisman oder eine heilige Glocke angelegt und ein Wunder am Leuchtfeuer eingestimmt werden. Fertigkeit, unbeugsames Gebet, erhöht beim Wunderwirken kurzzeitig die Balance und verhindert, dass Gegner das Gebet unterbrechen. Kann in beiden Händen angelegt werden. Normaler Talisman. Stab des Zauberers ist auch nichts Neues. Hier haben wir die Heilungshilfe. Schade, es kam nichts Zaubermäßiges dazu. So richtig. Das ist schade. Kleine Titanitscherben, die wir kaufen könnten. Dann kommen die ganzen Items, die wir eher nicht brauchen werden. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich mir die Rüstung kaufen soll, weil... Die Optik bringt einem ja nichts, ne? verlassen. Be short. Ja. Lass mich mal hopp aus hier. Ich will Start drücken. So. Nochmal kurz meine Rüstung zum Vergleich angucken.
Ja gut, sind halt schon ein paar Pünktchen mehr. Und deswegen... Ja, unter 70%, 66,6. Ja, deswegen bringt das halt nichts. Mal gucken, ob wir was verbessern können. Ah, just good to what needs. Ach ja, Kohle. Wir haben hier Kohle. Die gottlose Kohle. Lords, where did you happen upon this coal? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet, a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not, your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? So ist es. Dafür werden wir jetzt was Neues durchwirken können, nehme ich mal an, ne? Also, die Frage ist nur, in was... Was hätten wir denn jetzt für Möglichkeiten? Durchwirken. Ich will ja nur mal gucken, was es alles gibt. Es gibt jede Menge. Also schwer, scharf, gealtert. Der kann jetzt alles, der Kerl, ne? Es ist nichts mehr zu Krude, Kristall, blutig, dunkler. Ach ja, hier, dunkler Kettenbrecher. Hat natürlich Dunkelschaden drauf, ist klar. Abgründiger Kettenbrecher. Soll ich mir mal eine Magiewaffe machen? Ich weiß nicht, ob das... Ich bin ja so glücklich mit dem Feuerschwert. Ich denke, es ist unglaublich selten daran, vielleicht mal die Waffe zu wechseln. Mit den Kristallen dann könnten wir jedenfalls Magieschaden drauf machen. Dann natürlich auch eine Skalierung da drauf. Ja, ihr könnt mir gerne mal Tipps geben, was ihr da so experimentiert habt. Vielleicht probiere ich ja irgendwann mal was anderes. Ist aber noch nicht sicher, solange das Schwert immer noch so gut funktioniert, finde ich. Waffe verstärken. Da wird allerdings nichts mehr gehen. Nach wie vor ist es noch auf plus 7. Mir fehlen Titanitbrocken. Schade. Dann haben wir nicht eine Schärpe gefunden. Genau. Haben wir noch mehr? Nein. Dann nur zuweisen. 8-4. Mal überlegen. Was wollen wir tun? Wir wollen wieder da runter in den Kerker. Lief sehr gut mit Magie. 8. Aber zuletzt ging uns die Heilung aus. Ich werde es mal so lassen. Ja, jetzt habe ich es beendet, aber ist eh egal, weil ich hier nichts verändert habe. I don't want to see my work squandered. Jawohl. Gut, das hat sich ja doch schon mal gelohnt hier. Dann, hatten wir noch eine Bossseele abzugeben? Nö, ne? Hatten wir nicht. Mit irgendjemandem quatschen. Foliant und so habe ich nicht gefunden. Nö, ich denke, das reicht. Dann gehen wir leveln. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Ja, was kostet das dunkle Siegel? 87.000. Nee. Das ist so teuer. Very well. Then touch the darkness within me. Ja, das wird bestimmt noch viel, viel teurer. Take nourishment from these sovereignless souls. So. Let these souls withdrawn from me. Ja, wir haben zuletzt Vitalität gemacht. Ich wollte die Intelligenz noch auf 28 bringen, damit wir diesen einen Zauber können. Ich hab's aber nur auf 27. Und natürlich fehlen wieder so ein paar... Wie viel fehlt denn da? Benötigte Seelen 16.000. Fehlen noch 2,5. 2.500. Ja gut, das lohnt sich, komm. Farewell, Ashen One. Heute darüber. Hallo. Ah, well, how may I... Verkaufen. So, 2.500, einmal du. Und einmal du. Boah, wir haben hier echt fette Seelen, muss man ja mal sagen, ne? Eigentlich könnten wir
Die Boss-Seelen, die wir nicht verwandeln wollen, könnten wir auch mal loswerden. Ashen One, be sure. Oder könnten die noch irgendeinen Zweck haben sonst? Welcome home, I speak thine. So, nochmal aufsteigen. Well. Intelligenz 28, das bin ich auch erstmal zufrieden mit. Zumindest so lange, bis ich keine neuen Zauber bekomme. Ich will jetzt den einen Zauber aber jetzt nicht unbedingt ausprobieren, weil ich jetzt auf jeden Fall das mit dem Fallschaden brauche, weil ich da runter zu den Ratten will. Eventuell. Habe ich noch was Untotes? Nee. Zauber einstimmen. Na, nochmal gucken. Zauberei-Slots 3, leere Slots 0. Wieso habe ich den eigentlich zweimal drin? Ach nee, großer, schwerer. Ich benutze den großen ja eh nie. Eigentlich kann ich den auch rausnehmen. So, wo ist denn der heftige? Der da. Oh, der braucht bestimmt... Ach nee, der braucht nur einen Slot, okay. Den probieren wir jetzt natürlich mal aus und lassen wir es gerade so. Vielleicht gefällt er mir, ja. So, wie sieht denn das aus? Kerker von Irithyll. Ja, leider immer noch diesen einen nur. Aber so ist es nun mal manchmal. Wir müssen dann auch nochmal hier hin. Das mit den Bildern ist ja auch immer schön. Na gut, gehen wir erstmal zum Kerker. Nochmal. Ich möchte da unten jetzt noch weitermachen. Irgendwie gefällt mir das. Wir müssen sowieso dann, bevor ein Boss kommt, würde ich sowieso sofort kehrt machen. Ja. Was habe ich da gerade gesehen? Ach so, das ist so ein Kronleuchter. Okay. Ach, schade. Warum habe ich nicht mal die Abkürzung, Mensch? Ach, Mann. Aber na gut, wir haben ja da, wo wir hinwollen, das geht relativ fix. Ja, es gibt eine frohe Botschaft, die ich euch verkünden kann. Eventuell wisst ihr das eh schon. Kommt hier keiner, der mich zuerst nerven will? Nein? Okay. Ich werde in 2 Wochen endlich ein flottes Internet haben. Das ist gerade im Falle von Dark Souls sehr, sehr wertvoll, denn... Oh, danke für die Maske. Ja, ich werde ein deutlich schnelleres Internet haben. Ich habe jetzt ja immer noch diese 16K-Leitung. Das hat 1 Mbit-Upload. Und ja, in circa 2 Wochen werde ich 40 Mbit-Upload haben. Das ist natürlich wunderschön, also so eine knapp 40-fache Geschwindigkeit. Ich muss nicht mehr 4 bis 5 Stunden warten, bis ein Dark Souls-Part online ist. Es wird halt eine Sache von eher so 20 Minuten dann sein. Und das ist natürlich, nicht nur bei Dark Souls, sondern bei allen Projekten, eine unglaublich geile Sache. Ah, ich wusste doch, dass da noch ein Rexkerl kommt. Oh, nee. Was? Ach, das war ein hässlicher Nahkampfskill jetzt gerade. Ich gehe dann mal, glaube ich. Ich will meinen Balken wieder haben. Ja, wenn ich dann... Es wird also, sobald ich dieses Internet habe, definitiv viel konsequentere Uploads geben, weil es einfach alles schneller geht. Ich muss das Ding nicht mehr über Nacht laufen lassen. Ich, steht da noch? So. Zum Beispiel, ne, ihr wisst ja, dass ich montags und dienstags Livestream mache und dann kann ich keine Uploads machen, das ist ganz klar. Und dann denkst du dir so um 15 Uhr, oh ja, komm, lädst du doch jetzt noch Dark Souls hoch? Geht nicht, weil in 3 Stunden wird er nicht fertig, also kommt für den Tag kein Dark Souls. Nur mal so als Beispiel. Wenn ich jetzt aber mit dem Internet dann rumprotzen kann, kann ich da immer wieder mal was dazwischen schieben. Ich spare der Stromrechnung, weil der Rechner nicht mehr nachts laufen muss, wenn ich es nicht eh vergesse und. Das wird eine richtig schöne Sache. Darauf können wir uns freuen. Darauf freue ich mich sehr. Gerade in Bezug auf die Streams bin ich da auch sehr glücklich, weil ich dann endlich da mal eine gescheite Qualität haben werde. Die ist mir so viel pixelig und auch hier bei YouTube werden die Videos höher aufgelöst. Das hier ist zwar
in einer Full-HD-Auflösung, aber die Bitrate ist halt noch relativ klein. Und deswegen kann es hier auch mal zu unschönen Artefaktbildungen kommen, etc. Wenn ihr das Ganze auf Vollbild und so gucken solltet. Ich weiß ja nicht, was ihr da macht. Auf jeden Fall. Warte mal, warum wirkt mir... Das wirkt alles so hoch, aber ne, ist es gar nicht, ne? Geht doch. Ach Mist, ich hätte eine Sturzattacke machen sollen, ich Idiot. Sicht. So, weiter geht's. Ist ja gut. Oh, perfektes Timing da hinten. Toll gemacht. Ja, also alles wird so ab in so circa 2 Wochen schöner und schneller. Und somit auch regelmäßiger. Das wollte ich euch nur noch mit auf den Weg geben. Gerade das mit der Unregelmäßigkeit der Videos ärgert mich ja selbst kolossal, wenn da immer sonst was eben dazwischen kommt. Aber das wird alles bald vorbei sein. Ja. Da hatte ich echt Glück, dass die das umgebaut haben. Ich habe schon fast nicht mehr dran gedacht, in meinem kleinen Kaff VDSL zu bekommen. Ist mir auch viel lieber wie Kabel. Ich freue mich. So, aber jetzt konzentrieren wir... Ach, ich könnte ja mal einen neuen Zauber mal ausprobieren. Pharons Ruf. Da hinten ist bestimmt noch einer. Du. Meine perfekten Opfer. Hm. Was sollen wir da... Wie sollen wir das finden? Ich bin mir unschlüssig. Wenn es viele sind vor mir, könnte der mal ganz nett sein. Zauberwirkdauer ist auch relativ zügig. Oh, nee. Aber ansonsten bin ich nicht so begeistert. Ich meine, die sind nicht mal gestorben. Mit meinem schweren... Auf jeden Fall sterben sie halt. Naja, bei mehreren Gegnern vielleicht brauchbar. Da unten bei den Ratten zum Beispiel stelle ich mir das gleich ganz gut vor. Aber sonst... Da muss noch Besseres kommen. Da wird bestimmt noch Besseres kommen. Vielleicht wieder sowas wie ein Kristallspeer oder so. Die Dinge habe ich ja damals echt geliebt. So, haben wir wieder aufgeräumt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da unten irgendwie hinkommen. Will ich da runterspringen? Ist eigentlich egal. Der Ries ist ja eh tot. Ach, ich stehe jetzt auf diesem Absprung hier. Da war ich ja noch gar nicht. Glaube ich. Vielleicht finde ich da einen sicherer Weg nach unten. Mal schauen. Ach nee, ich finde da einen Weg auf die Seite. So hätte man den Riesen umrunden können. Verstehe. So, ich bin immer noch unschlüssig, ob wir den Sprung überleben. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich anders hinkomme. So tief sieht es eigentlich nicht aus. Es müsste gehen, oder? Ich hoffe, das Spiel wird mich nicht ärgern. Wenn ich irgendwie da in diese mittlere Ebene kommen würde, wo der Typ steht und so. Aber nee. Da hinten haben wir ja alles gemacht. Oh, erstmal die Ratten noch entfernen. Okay. Wir wissen jetzt, dass wir das überleben. Rein theoretisch zumindest. Ihr Drecksratten! Nur 2, ne? Stirb, 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 stirb. Oh. Okay, weiter. Oh, Mann. Ich hasse euch so sehr. So. Ich denke da ewig lang drüber nach. Ja, könnte man das schaffen? Wenn ich vielleicht von da abspringe, gibt es nicht doch einen anderen Weg? Und ich fall runter. Ohne meinen Skill benutzt zu haben, falle ich einfach runter. Hey, aber cool. Wir leben noch irgendwie. Ich zähle zu viele Ratten. Ja, komm du mal her. Komm du mal her. Das ist eine ganz chillige. Jetzt nicht mehr. Ah! Geht mir auf den Keks mit euren kollektiven Angreifen hier. Oh, jetzt habe ich die Nächsten auf mich aufmerksam gemacht. Jetzt habe ich alle auf mich aufmerksam gemacht. Oh, scheiße. Das stimmt sogar. Hüpf mal, hüpf mal, hüpf. Oh. Oh. Ich verbrauche hier unten alles, ne? So. Es wäre so viel einfacher, wenn ihr
süße kleine One-Hit-Zeit. Hey, wie viele kommen aus den Rattenlöchern noch? Ich will auch mal meine Ruhe haben. Aber es gab noch nie eine Stelle, wo unendlich Gegner kommen. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann mal aufhört. Da hinten kommt noch ein. Oh komm, nee, Leute. Lang halte ich das nicht aus. Was ist denn mit der los? Hey, das hört nicht auf. Ups. Komm schnell, bevor die angreifen. So. Wenigstens da sind sie One-Hits. Ach komm schon, was war denn jetzt los? War die Ausdauer leer? Ich glaube, es hört auf. Hoffe ich sehr zumindest. Ich habe schon fast wieder nix, ey. Hoffentlich sind das jetzt wirklich die letzten. Und du. So, Dalle. Haben wir es ja doch noch irgendwie geschafft. Wahnsinn. Und wir haben jede Menge Wege, wo wir jetzt lang können. Aber zuerst holen wir uns eine große Titanitscherbe. Wir holen uns eine gottlose Flamme. Okay, die liegt da einfach rum. Nett. Ach ja. Ich habe immer noch keine Feuerzauber mal getestet in diesem Spiel. Große Titanitscherbe. Ich habe gerade Durst. Ich möchte... Ey! Zwiebelritterchen! Wie bist du da reingekommen? Wie immer. Oh! Pardon me, I was absorbed in thought. Oh, look at me. Trapped like a rat. But you needn't worry. I've just been sitting here weighing my options. The moment has almost come. I just need a bit more time. Du meinst wohl, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, bis ich dich da raushole. My liberation requires a key. But the key is outside. A riddle for the ages. Ja, ich helf dir ja. My liberation requires the key. Ja, erstmal muss ich den richtigen Weg zu dir finden. Okay, also da der Ritter. Hier passe ich nicht durch und kriechen will ich nicht. Hier hätten wir einen Weg. Und hier hätten wir den Weg, der zum Zwiebelritter führt. Vielleicht habe ich den Schlüssel ja schon dabei, den er möchte. Ich weiß nicht, ob ich da... Das da unten ist der Tod. Wieso wartet da hinten eine Ratte? Die mich überraschen, oder was? Wenn ich da hinlaufe. Tatsächlich, Mistratte, ey. Hast du dir so gedacht, hä? Nicht mit mir. Ist auf der Seite was? Nö. Okay, ich weiß nicht, der Boden sieht mir so. Ich gehe erstmal hier lang. Oh, das geht ja links hoch. Könnte aber trotzdem noch zum Ritter führen. Da ist wieder mal eine Kiste. Und eine Leiter nach oben, okay. Ach, schon wieder ein Mimik, ey. Das ist ja echt anstrengend mit den Viechern. Genau, das könnte ich mir auch noch in die Cuts legen. Ja, manche finden es ein bisschen schade, dass ich die Mimics in letzter Zeit nur noch so mache. Aber ich habe halt einen richtigen Mörderrespekt vor den Viechern und es ist immer so ärgerlich, jetzt gerade, wo wir ein neues Gebiet sind. Aber sehen wir es mal so, wenn die Dinger gleich leer sind, wenn ich so weitermache, sehen sie das bald, dann muss ich sie wieder richtig töten. Ich habe nämlich nur noch eins. Ja toll, dann hätte ich mir das auch sparen können, das da hinzulegen. So, warte mal, ich stelle mich mal vor dich. So. Bitteschön. Du böses Wesen, du. Was hast denn du für mich? Na? Drachentöter Blitzpfeil. Eher weniger was für mich.
Jetzt schauen wir mal kurz hier. Aber ich muss wohl die Leiter nehmen. Okay. Ja. Mimik geht wieder schlafen, finde ich super. Also doch nichts hier mit Ritter befreien. Aber ich bin mal gespannt, wo wir hier jetzt rauskommen. Vielleicht kriege ich ja jetzt meine Abkürzung. Okay. Oh. Ach, wir sind jetzt da, wo der Riese auch noch war. Oh nein, eine Sprungstelle. Nicht eine Sprungstelle, ich bin doch doof. Aber wenn wir schon mal da sind. Na los. Ich und Sprungstellen. Ach, hier, genau. Ja, Augen zu und durch, ne? Warte mal, was ist, wenn ich runterfalle? Wo lande ich dann? Weit, weit unten. Nee. Dann bin ich dort, okay. Also tödlich ist es nicht. Dann ist es ja gut. Na los. Ich wusste, das war mir so klar, dass ich das nicht hinkrieg. Aber es muss doch gehen. Eigentlich sah der Sprung gut aus. Ich will das jetzt nicht 10.000 Mal probieren, der Weg ist so umständlich. Ich hasse solche Stellen. Das ist immer das Gleiche mit mir. Okay, gut, wir wissen ja, dass wir nicht sterben. Allerdings, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen zu hoch. Ich muss noch da runter. Ja, benutzen wir doch lieber das hier. So, von hier aus können wir es wagen. Aber diesmal bitte mit Skill. Hat ja gar nicht weh gemacht. So. Gut, also da hinten war da nichts. Ich, soll ich es noch ein paar Mal probieren? Das ist mörderlangweilig, aber... Komm, einmal probieren wir es noch, ansonsten mache ich es offline. Wenn der Part jetzt gleich zu Ende ist, dann kann ich ja da nochmal hin. Ist ja alles gecleant. Und dann kann ich mich offline langweilen und es euch nochmal nachtragen, was denn da drin ist. Aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt auch. Das kann ja nur was Gutes sein. Wenn es so verwinkelt zu erreichen ist. Ja, ich würde mich jetzt erst freuen, wenn du das Ding triffst. Ein bisschen mehr Anlauf. Toll, sehe ich auch voll viel. Los. Oh Gott. Ja, geht doch, Mann. Geht doch. Blitzbolzen, ernsthaft. Was für ein Gewäsch. Ach, ich kann wenigstens noch da rein. Wie, ich kann da... Na gut, aber ich komme dann nicht mehr zurück. Okay, ich bleibe erstmal hier draußen. Vielleicht finde ich ja noch was. Aber nö. Jetzt kann ich wieder da runterspringen. Das hat's ja jetzt gebracht, ey. Flitzbolzen. Unglaublich. Und das hat mir auch schon wieder wehgetan. Tja. Irgendwie habe ich es in letzter Zeit mit Schlagkurs saufen. Aber gut, wir gehen nochmal runter. Wir haben da unten ja noch einen Weg. Und nochmal bitte den... Yay! Sodele! Also. Ja, wir haben nur noch den Weg vor uns. Mal gucken. Oh. Ach, das ist ein Aufzug. Okay. Ja, gut. Dann benutzen wir den mal. Da lag nix. Hier sind immer wieder mal... hier könnte es Items geben. Oh, und hier könnte es eine Abkürzung geben. Immer wenn man gleich so eine Tür sieht. Abkürzung. Aber das ist sie wirklich. Ja! Haha, sehr schön. Das ist er. Okay, dann haben wir das ja schon mal
Gut gemacht. Ich fahre jetzt nochmal runter, weil ich weiß nicht, ob es da was gab. Irgendwo. Hier? Ne, da war, liegt auch nichts. Okay. Da ist nicht. Da bin ich ja schon unten. Bin mir jetzt nicht sicher, wo ich alles gesehen habe, aber nun gut. Ja, okay, dann was machen wir jetzt? Warte mal, ich wollte mal das Ding hochfahren lassen und runter gucken. Oh ne, keine gute Idee, keine gute Idee. Okay, was machen wir jetzt? Ich muss, ja, das war jetzt ein bisschen doof, ich will nämlich zurück. Und ich habe jetzt zwar nur ein Flakon, aber wir können ja mal versuchen, diesen Gargoyle oder was das war, zu erlegen. Wo ist denn das Teil? Ach, hier. So. Ja, genau, wir versuchen den zu erlegen, haben immerhin ein Flakon mehr, wie das letzte Mal. Und manche haben geschrieben, das soll doch nicht so schwer sein, aber das hat bei mir leider nichts zu heißen. Mal gucken. Versuch ist es wert, zu verlieren haben wir nichts. Und dann könnten wir uns noch ein bisschen das andere Gebiet da angucken. Was heißt angucken? Ich will da eigentlich nur noch ein Leuchtfeuer. Aber sonst sind wir ja im Kerker dann durch. Lass mich mal nicht lügen. Aber was haben wir im Kerker jetzt noch nicht gemacht? Wir sind da unten raus. Wobei, das ist ja ein ziemlich langer Weg bis dahin. Ich habe mir gerade irgendwie eingebildet, dass es relativ kurz ist. Aber... Aber mir fehlen ja immer noch Schlüssel, ne? Da unten der eine Typ. Ja, mir fehlt eigentlich noch so viel. Ne, wir haben noch nicht alles. Sag mal, waren wir... Da unten, ja, da unten waren wir schon mal, ne? Und haben aufgeräumt. Ich bin mir aber gerade nicht so 100% sicher. Nee. Ich weiß, ich spring mal da. Doch, ich war da unten schon einmal. Ich spring trotzdem nochmal runter. Oh nein, nicht. Ja, ich erinnere mich. Ich habe hier auch alles aufgemacht. Ich renne hier mal durch. Hi. Ey! Das war jetzt aber biestig von dir. Musst du so ein bisschen so viel knuddeln. Nein, nicht schon wieder. Wow. Okay, warte. Super, das war echt eine scheiß Idee, da runter zu springen. Da kommt das andere Mistvieh. Ach, diese Wesen knabbern jetzt an mir rum, oder? Ach, die sind aber so chillig. Ah, nee, ich hab keine... Nee, ich habe nicht die Wesen, die an mir rumknabbern. Hier. Nee, ich habe den Schlüssel nicht. Menno. Oh Gott. Ich muss da hin. Bin ich runtergesprungen, jetzt habe ich den Salat. Ja, der Kerker war eigentlich schon durch. Ich hätte halt nur noch den Gargoyle machen müssen, damit ich wahrscheinlich dann Leuchtfeuer bekomme oder so. Oh, das Vieh ist noch da drin. Super, jetzt habe ich die Viecher. Ach, Mist, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist ja bescheuert. So, schnell. Oh, das wäre auch mal was ich in diese Quickleiste stecken sollte. Komm, schnell, bevor der Schaden kommt. Das war knapp. Und wieder raus. Na gut, das ist jetzt eigentlich nicht so spannend. Ich muss da schnell wieder komplett runter. Und dann komme ich raus. Die Gegner muss ich ja nicht auch immer alle machen. Dann geht das recht flink. Wenn sie mich überhaupt durchrennen lassen. Das ist natürlich auch so eine Sache. Hier bin ich auf jeden Fall durch. So. Ja, jetzt habe ich wieder kein Flakon. Also eine richtig krasse Abkürzung dahin habe ich halt nicht, ne? Ich könnte es ja mal wagen zu springen. Ich könnte generell hier nochmal ein bisschen gucken.
Nee, das, also das kann ich nicht springen. Das ist unmöglich. Ich würde zwar gerne, aber es würde nicht gut enden. Vielleicht finde ich noch eine Stelle, wo es eher möglich ist, aber hier, das ist genauso tief. Nee. Kann ich vergessen. Hier ist ja auch noch alles voll mit Gegnern. Wie kam ich denn nochmal runter beim Riesen, ne? Irgendwie. Ach, so Wiederholungen, das tut mir leid, aber das ist halt manchmal einfach der Fall. Das ging irgendwie so schnell, der ganze Kerker. Irgendwie habe ich noch so das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Hat das Gebiet keinen Boss? Na gut, dann gehen wir halt nochmal runter. Also jetzt nicht wieder komplett runter, sondern da über die Brücke. Ja, oder ja genau, die Sache mit dem Zwiebelritter. Wie komme ich denn zu dem rein? Oder in dieses mittlere hier? Nee, nee, ich habe hier noch einiges übersehen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Irgendeinen Gang oder so habe ich übersehen. Naja, ihr werdet mir das schon schreiben. Vielleicht habe ich auch irgendwo was Unsichtbares nicht gesehen. Könnte auch sein. Naja, der Part ist jetzt eh schon. Ich will jetzt nicht cutten, um dann noch 2-3 Minuten nachzulegen. Das Ding ist eh durch. Ich werde wahrscheinlich eh gleich sterben. Oh ja, wie ich sterben werde. Aber wir versuchen natürlich alles wieder. Jawohl. Da hat sie wieder zugeschlagen, die Mistratte. Oh ne, da hinten sind die Frösche, da will ich nicht nochmal hin. Da muss ich auch nicht nochmal hin, oder? Das war ja Dead End. Ich will jetzt wieder da runter. Ja, das könnte der richtige Weg sein. Och ja, du. Oh nein. Nein. Ach, zu zweit auch noch, ey. Das ist so giftig. Ah, oh, die sind kein One-Hit. Ich häng fest, das war's. Das hat ja noch kommen müssen. Ein Tod zum Abschluss. Ist aber nicht schlimm. Machen wir heute ein bisschen früher Schluss. Dann werde ich nämlich jetzt offline, ja genau, ich werde mich offline noch ein bisschen hier umgucken. Ein bisschen rumtrödeln, so wie ich es jetzt die letzten 5 Minuten schon gemacht habe. Vielleicht finde ich ja noch was Neues. Falls ja, dann schalte ich euch direkt dort ein. Ansonsten würde ich sagen, versuche ich mich zum Gargoyle durchzukämpfen. Und werde da noch ein bisschen schauen, was da so zu tun ist, bevor ein Boss kommt. Und ja, ich habe es nicht vergessen. Wir müssen noch nach Irithyll. Es gibt viel zu tun. Das nächste Mal packen wir es weiter an. Bis denne, bis es hier wieder heißt Let's Play Dark Souls 3.